Hallo liebe YouTube-Freunde, ich war im Sommer unterwegs bei schlechtem Wetter, nämlich bei Gewitter zum Fotografieren. Leider hatte ich alles an Tontechnik zu Hause liegen lassen, deswegen dieses Video aus dem Büro. Sollte euch das interessieren, bleibt einfach dran. Mein Name ist Dennis, ihr schaut die Fleka Fotografie und wir sehen uns nach dem Intro. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Wie schon erwähnt, ich habe im Sommer Gewitterfotografie gemacht und habe dort Blitze über dem Bodensee fotografiert. Das Ganze muss natürlich immer relativ spontan laufen, denn Gewitter meldet sich leider nicht an, sondern taucht einfach auf. Also habe ich mir meinen Fotorucksack geschnappt und bin losgetigert und habe die Bilder oben vom Blütenweg von Sipplingen gemacht. Ich kann euch dazu auch mal ein Video verlinken, welches ich schon mal von Sipplingen oben vom Blütenweg gemacht habe. Mache ich hier oben. Ich hatte vor, ein Bild, das ich vorletztes Jahr gemacht habe, zu toppen, nämlich genau dieses hier, welches auch vom Blütenweg über Sipplingen passiert ist, während ein Gewitter hinten in der Schweiz auf der Schweizer Seite des Bodensees abgegangen ist und ich konnte dort eben dieses Bild generieren. Dieses wollte ich eigentlich toppen, deswegen habe ich mir diesen Spot rausgesucht. Oberhalb von Sipplingen mit Blick wieder auf den Westhafen, auf die Zugverbindung zwischen Friedrichshafen und Radolfzell und der Zubringerstraße B31 Alt, die unten schöne Lichtzieher möglich macht, während man oben vom Blütenweg runter fotografiert. Es hat sich so zugetragen, dass die Bilder leider nicht ganz so geworden sind, wie ich mir das vorgestellt habe, da das Gewitter direkt über uns stattgefunden hat. Zusätzlich war noch ein Feuerwehreinsatz in Sipplingen und das Feuerlöschboot von Überlingen hat kommen müssen und hat mir dann die ganzen Bilder teilweise versaut, weil sie mit ihrem Strahler ins Bild gefahren sind und das natürlich bei einer Belichtungszeit von zwischen 5 und 10 Sekunden recht schwierig ist, dann die Lichtstreifen auf dem See rauszukriegen. Sieht aber teilweise sogar echt cool aus. Außerdem ist wichtig, ich bin selber auch Feuerwehrmann und ist wichtig bei der Feuerwehr, wenn die Feuerwehr einen Einsatz hat, das natürlich zu tolerieren und natürlich für zu gut befinden, denn wir hoffen ja alle, dass wir, wenn wir in Not sind, dass uns dann auch geholfen wird. Also nichtsdestotrotz war das kein Problem, dass das Feuerlöschboot von Überlingen dort dabei war. Genau, jetzt habe ich auch schon erzählt, ich habe die Belichtung zwischen 5 und 10, manchmal sogar auf 15 Sekunden gewählt. Mache ich ganz einfach aus dem Grund, ich habe so die Möglichkeit, eventuell auch mal den ein oder anderen Blitz drauf zu kriegen, wenn die Blitze recht schnell hintereinander sind, dann 2-3 Blitze drauf zu haben. Passiert relativ selten, aber so habe ich auf jeden Fall gewährleistet, dass die Blitze in schön langgezogener Form auf meinem Bild zu sehen sind. Ich mache dann immer eine Reihenaufnahme, stelle dann immer ein bei meiner Canon, dass ich 10 Bilder hintereinander machen möchte. Den Intervall lasse ich meistens zwischen 1 und 2 Sekunden und dann löst die Kamera mir immer wieder aus, macht 10 Bilder hintereinander in eben der Langzeitbelichtung zwischen 5 und 15 Sekunden. Und so muss ich nicht ständig selber auf den Knopf drücken oder aufs Display drücken, um den Auslöser zu betätigen. Ja, ISO
habe ich hier ganz normal bei 100 gelassen. Man kann mit der ISO tatsächlich auch noch ein bisschen spielen, wobei bei Blitzen könnt ihr die ISO auf 100 lassen, sowieso so hell wie die Blitze an dem Abend waren. Also es war wirklich extrem hell, wie die Blitze dort die komplette Landschaft ausgeleuchtet haben. Aber natürlich ist sowas auch nicht ganz ungefährlich. Ich habe mir am Blütenweg extra einen Standpunkt gesucht, bei dem rings um uns rum, mein Sohn war nämlich auch noch mit dabei, bei dem rings um uns rum Bäume gestanden haben, höhere Bäume, die sich der Blitz dann auch sucht und in die er dann zuerst einschlägt. Ist natürlich immer noch gefährlich genug, wenn er direkt neben einem einschlägt, wo man steht, herabfallende Äste und so weiter. Aber ja, dafür bin ich eben, wie gesagt, schon lange, lange Feuerwehrmann und habe auch in früheren Zeiten viel Wetterphänomene gesehen und kann das Wetter relativ gut einschätzen. Trotzdem ist immer natürlich Vorsicht geboten. Also denkt daran, wenn ihr rausgeht und Blitze fotografieren geht, auf einer erhöhten Position, schaut, dass ihr nicht der höchste Punkt seid auf dieser erhöhten Position, sondern schaut, dass ihr relativ neben einem hohen Punkt fotografiert, der dem Blitz sogar noch mehr gefällt als ihr selber, und dann sollte das funktionieren. Ja, leider hat eben der Regen alles an Tontechnik versaut und der Wind auch. So konnte ich überhaupt nichts aufnehmen oben direkt am Spot, wobei ich Videos gedreht habe, aber war leider nicht möglich. Die Bilder, die ich vom Blütenweg gemacht habe, habe ich jetzt immer wieder zwischendrin eingeblendet. Und ja, wir wollten dann eigentlich schon langsam gehen. Es wurde frisch, es wurde kalt, wir waren nass. Und von dem her wollte mein Sohn unbedingt dann nachher nach Hause und hatte die Schnauze in Anführungsstrichen voll. Dann haben wir so langsam gemütlich zusammengepackt und sind so Richtung Auto gelaufen. Und als ich an der Kreuzung Richtung Auto war und nochmal einen Blick auf Bootmann Ludwigshafen erhaschen konnte und hinten im Konstanzer Tal hinter Bootmann Ludwigshafen Radolf Zell dort hinten noch ein paar Blitze gesehen habe, habe ich gesagt, es tut mir leid, Felix, ich muss nochmal aufbauen, ich muss nochmal ein Bild machen, habe nochmal die Reihenaufnahme laufen lassen und dabei ist dann dieses Bild hier entstanden, welches mein Favorit ist und definitiv vielleicht sogar das Bild des Jahres 2024 für mich persönlich ist. Also manchmal ist es doch wirklich verhext, man geht von einem Spot weg und denkt, man hat eigentlich so ziemlich alles im Kasten, was man im Kasten haben wollte. Und manchmal triggert es einen dann doch nochmal aufzubauen. Und genau dann passiert dieses hier und du wirst garantiert noch dein Bild des Abends, wenn nicht sogar wie hier das Bild des Jahres machen. Für mich zumindest eines der besten Bilder, die ich 2024 machen konnte. 24 ist ja zum Glück noch nicht vorbei. Wer weiß, was da noch alles kommt. Aber was will ich damit eigentlich sagen? Manchmal sollte man auf seine innere Stimme hören. Wenn die innere Stimme zu dir sagt, mach nochmal ein Bild, dann mach's nochmal. Es lohnt sich tatsächlich, dann echt nochmal aufzubauen, das Bild zu machen, und es kommt manchmal echt noch was richtig Schönes dabei raus. Ich weiß nicht, wie geht's euch damit? Habt ihr schon Erfahrungen damit? Habt ihr schon genau solche Bilder auch schon machen können? Oder ist sowas bei euch noch nie vorgekommen? Ihr habt abgebaut und seid dann gegangen und habt eventuell vielleicht auch das ein oder andere doch noch gesehen, wo ihr gesagt habt, hätte ich doch lieber nochmal aufgebaut. Erzählt mir mal eure Erfahrungen, schreibt es mir unten in die Kommentare. Das Schöne an dem Bild ist natürlich, dass die Blitze voll einschlagen. Einer hinten im Konstanzer Raum, also Radolfzeller Raum, und einer an der Marienschlucht auf der Bootmanner Seite. Das sieht natürlich extrem cool aus, dass der da gerade so einschlägt. Aber auch die Verästelungen oben
im Bild, die so reinragen ins Bild, sind natürlich ebenfalls sehr cool und genial. Also, wie gesagt, mir gefällt das Bild wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, fast nicht mehr zu toppen dieses Jahr. Also von dem her fast mein Bild des Jahres 2024. Kommen wir aber nochmal zu den Bildern zurück vom Anfang. Und zwar, ihr seht teilweise, wie hell es eigentlich wirklich war bei diesen Blitzen. Man sieht es auch im kleinen Videoausschnitt hier zum Beispiel, wie hell die Blitze dort reingegleuchtet haben in die Bildausschnitte und in das Szenario. Also auch die Bearbeitung nachher mit den Bildern war nicht ganz so einfach, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Aber schreibt mir auch gerne dazu was in die Kommentare, wie ihr die Bildbearbeitung dann angeht, wenn die Blitze so extrem ins Bild reinknallen, also die Helligkeit der Blitze so extrem reinknallt. Vielleicht habt auch ihr da schon ein paar Erfahrungen gemacht. Normalerweise fotografiere ich ja sonst Blitze eben so wie auf dem Bild. Hier Bootmann, wenn sie nicht ganz so den Bildausschnitt ausleuchten, sondern eben hier mehr das ins Bild reinkommen und dann schön verästelnd zu sehen sind. Unwetter und Wetter sind natürlich immer eine faszinierende Geschichte zum Fotografieren und machen extrem viel Spaß. Und ja, aber man muss eben rausgehen, wenn es stattfindet und nicht warten oder sowas kann man eben auch nicht planen, wie einen Sonnenuntergang, der eventuell auf Fotopilz oder auf irgendwelchen Wetter-Apps angekündigt wird. Da muss man eben schnell sein und muss raus, solange ein Gewitter stattfindet und solange das Gewitter dauert. Ja, ich hoffe, soweit hat euch das Video gefallen und ihr habt vielleicht das ein oder andere wieder mitnehmen können aus diesem Video. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare, auf eure Likes und wer meinem Kanal noch nicht folgt, der kann das jetzt kostenfrei tun. Würde mich freuen, wenn ihr meinem Kanal folgt, wenn ihr die Glocke aktiviert, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und wenn ihr natürlich dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich sage bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss, euer Dennis vom Bodensee.